Herzlich willkommen. Wir sind bei Contra Legacy of War. Der Vorgänger war auf der SNES, wie man ja neumodisch sagt, SNES, und zwar Contra Hard Corps. Das ist ein 3D-Action-Spiel. Isometrische Perspektive wohl. Und Ray haben wir hier zur Auswahl. Und... okay, ganz schöne Verzögerung hier. Tasha? Sieht schon mal sympathisch aus. Ich wollte hier mal durchgehen. Aber er macht es mir gar nicht so einfach. Also dann haben wir noch CD. 288 anscheinend. Und Boba. Boba ist auch ganz cool, aber ich würde sagen, wir nehmen mal sie. Achso, und rechts hast du anscheinend noch angezeigt, was so die Fähigkeiten sind. Wie gesagt, ich lese mir mal den Wikipedia-Artikel durch. Komm, sie nehmen wir doch direkt. Sehr schön. Bin mal sehr, sehr gespannt. Wie immer kein Gameplay gesehen. Und kann hier auch nochmal dran erinnern, in der Videobeschreibung unten findet ihr ein Google-Formular, wo ihr abstimmen könnt, was wir zocken werden. Ne? Also was durchgespielt wird oder was weitergespielt werden soll. Bin ich jetzt schon dabei oder kommen jetzt einfach nur die... Ah ja, okay, das bin ich. Das sind... Was? Okay, der Anfang war ein bisschen merkwürdig, tatsächlich. Okay, Viereck ist Liegestütze machen. Kreis ist springen. Dreieck ist nix. R1, L1, R2, L2? Nee. Okay, verstehe. Okay. Das ist geil, kannst aber so ein paar Liegestütze nebenbei machen. Ja, okay, okay, okay. 3D, ja, sehe ich. Und wohl, der Vorgänger war ziemlich beliebt zu dem Titel. Also ist so ein bisschen eh schwierig mit den Kritiken. Du hast eigentlich immer, also wenn es nicht ein Tomb Raider ist oder so, hast du eigentlich immer nur schlechte Rezensionen oder zumindest sehr gemixte. Ein paar Sachen werden dann hervorgehoben, aber das meiste ja nicht. Achso, springen konnte ich, ne? Wie konnte ich springen? Irgendwo war doch springen. Ah ja, okay, verstehe, okay. Siehst du, da haben wir gerade getroffen. Achso, da ist noch einer da drin, okay. Kommt der denn eigentlich her? Relativ schwer, das Ganze zu treffen. Oh, das war ein Kopfschuss. Ich glaube, ich stelle mich sehr blöd an dabei. Das macht Spaß. Oh, okay, jetzt ist offen. Aber kann ich hier lang? Hier kommen Gegner mal her. Ne, kann ich anscheinend nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir hier. Schön ist auch, dass wir unendliche Munition haben. Das gefällt mir. Ja, so ein bisschen an Steel Harbinger erinnert das Ganze. Ansonsten, Loaded hat man noch in die Richtung. War Loaded ISO? Ja, doch, war auch isometrisch, ne? Was war das hier eigentlich? Hätte ich das anspringen können? Ach komm. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Ja, anscheinend muss ich hier nach vorne. Was ist doch hier schon wieder? Kann ich mich da drunter wegducken? Ist geil, macht Spaß. Ah, nicht gut. Kann ich dem gar keinen Schaden zufügen? Okay. Hätten wir das geklärt. Und ich kann anscheinend nicht zurückgehen. Nee. Cool. Ich weiß auch nicht, ob ich alles hier platt machen muss. Und dachte eigentlich, ich hätte ihn getroffen. Na gut. Eigentlich machbar alles. Eigentlich machbar. Okay. Weiß nicht, ob das Leben war. Oh, Endboss? Überfahr mich doch einfach. Sehr schön. Weiß nicht, irgendwie so simpel, aber doch so geil. Was ist das hier?
weiß auch nicht, ob ich den wirklich hätte einsammeln können. Ich hab's versucht. Oh, ich habe schon wieder Schaden bekommen. Ich weiß immer noch nicht, wo mein Beam angezeigt wird. Lass du mich in Ruhe. Ich glaube, wir müssen hier rein. Aber wie? Vielleicht so, vielleicht so. Gegner oder kein Gegner? Ah, okay. Warngegner. Was ist das hier? Irgendwas? Okay. Irgendwie wurden da Hände angezeigt. Er findet halt das mit dem Drehen immer so ein bisschen ulkig. Also wie du dann wirklich geradeaus feuern kannst, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Okay. Ach komm. Kann ich einen Doppelsprung machen? Nee. Oh, hat aber schnelle Geschwindigkeit. Es muss doch irgendwie möglich sein, darüber zu springen. Gar nicht so einfach die Steuerung. Ne, okay, das war's. Finde ich aber irgendwie ganz cool, dass dann, oh, weg, 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 weg. Und wenn ich mich hier hinstelle? Sehr gut. Ja, den hier zu treffen ist... Oh, okay. Aua. Tut doch weh. Achso, den muss ich anscheinend grillen. Das will er zuschnappen, oder was? Kann ich mich ja drunter wegducken? Start? Das Richtige oder was? Ist jetzt aber nicht von Anfang an, oder? Da stand irgendwas mit 8. Ich muss sagen, so gefällt mir das. Ach komm, vergiss es. Dann ein kleines Fazit. Finde ich vom Ersteindruck super. Also auch so von dem her, wie es gealtert ist. Steuerung ist okay. Wie bei Loaded. Loaded, da wurde es auch in der Kritik so ein bisschen mit verglichen. Loaded war ja auch ein Titel, den ich sehr, sehr gut fand. Das hier finde ich halt ja, nach wie vor so dieses Treffen, aber das macht vielleicht auch die Schwierigkeit hier aus. Bisschen schwierig, aber sonst eine sehr genaue Steuerung. Kein komisches Rumspringen. Gut, jetzt oben, wo wir auf die Plattform kommen wollten, das war merkwürdig. Da bist du nicht so wirklich raufgekommen. Ansonsten macht das einen super soliden Eindruck. Dass ich da so schnell raus war, fand ich ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Ah, okay, was macht er jetzt hier? Das kann ich irgendwie nicht mehr steuern durch das Ding. Ja. Ah, okay. Weiß nicht, wie ich das jetzt geschafft habe, aber jetzt steht das Ganze fest hier. Na, nicht gut. Ja. Würde aber sagen, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, sagt Bescheid und dann machen wir da noch ein Part. Weiß noch nicht, wie lang das Hauptspiel wäre. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Das war das. Euch noch einen wunderschönen Abend. Macht keine Dummheiten. Bis zum nächsten Spiel. Wir spielen alle PlayStation 1 Spiele an. Schönen Abend noch.